So, schawupp. Auf die Sternenkarte. Ja, Madgoss ist toll. Herauszoomen. Will ich nicht mehr. So, wollen wir den Rest noch untersuchen wenigstens? Weil Malus hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Helium, die hauptsächlich aus Aluminium und Borax-Vorkommen bestehen. Oberfläche ist sengend heiß. Auf dem Planeten existiert ein riesiges Netzwerk unterirdischer Höhlen, die sich über tausende von Jahren... Ich kann ja nicht mal hier... Aber es ist schön, dass man sich über alles Gedanken gemacht hat. Thea. Kann ich auch nicht untersuchen, wa? Nee. Wasserstoff-Helium-Gasriese. Hübsch, hübsch. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht über jeden Planeten, hat sich da so eine kleine Story draus gemacht. Finde ich super. So, wir wollten Licht zum Pferdekopfnebel. Artemis Tau, genau. Wollten zur Ausgrabungsstätte der Schnecke. Knossos, Athens. Jo. Saugeil. Salami. Ziege. Wo waren die aus? Nausicaa? Ich habe keine Ahnung, wo die Ausgrabungsstätte war. Scheiße. Tagebuch. Liara Zoni. Archäologe, bekannter Experte in der Kultur der Proteaner. Irgendwo. Ach, okay. Ihr Bekannter. Irgendwo im. Erkunden Sie die unerforschten Welten des Artemis Tau Cluster. Artemis Tau sind wir ja, ne? Gut. Wir erforschen. Wir erforschen und wir machen. Und wir fangen an bei Pharos. Der weit entfernt gelegene Planet Pharos wurde bis jetzt lediglich mittels der unbenannten Raumsonden erkundet. Die dünne Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Argon, Argon Prime. Erkunden. Dorianische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine wertvollen Objekte, aber viele Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Oho. Der Magna-Kolonie, du bist doch hier, ne? Magna war nicht hier? Nausicaa, Salami, Cyre, Proteus. Naja, gut, nichts mit Magna. Nausicaa klingt nautisch. Die Natriumanteile in der Atmosphäre von Nausicaa verleihen dem Planeten eine typisch dunkelgraue Färbung. Ja, sieht aus wie ein Gewitter hier. Ansonsten ist der Planet ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Für die weißen Wolken zeichnet sich ein sehr Wasser. Ich denke, er ist grau. Sehr hohe Wasserdampfanteile in den oberen Atmosphären an. Herauszoomen. Konnte man nichts erkunden. Zirkel. Erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Durch das Scannen von Gasgiganten haben sie ein großes Vorkommen an Helium-3 entdeckt. Das ist ja super. Hab ich gern getan. So, die Salami. Ist auch rot wie eine Salami. Ist ja super. Aber ich kann sie nicht erkunden. Die geologischen Charakteristika von Salamis wurden zwar schon per Scan erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt. Aufgrund der dichten Kohlenstoffdioxidatmosphäre und der Nähe zum heißen Stern des Stern Athens kann es vorkommen, dass Äquatorialgebiete während des Tages so heiß werden, dass die Oberfläche schmilzt. Alter! Die Oberflächenschicht besteht aus Eisenvorkommen und Platinmetallen. Reicher Planet. So, Proteus noch. Der sieht da lecker aus. Die Heimatwelt der Hanar ist auch Proteus zu 90% von Wasser bedeckt. Die unglaubliche Hitze von Athens sorgt für eine Luftfeuchte von 100% und erzeugt eine konstante dichte Wolkendecke. Zudem werden hierdurch Taifunstürme verursacht, die ganzjährlich über den Planeten fegen. Gasvorkommen entdeckt. Auf Proteus gibt es eine große Menge von Sauerstoff. Erde Nummer 2. Gut. Mit anderen Worten, hier ist nichts in Athens. Mazedonien.
Der muss 1, 2, 3, 4 Planetchen. Fahrgelüste. Fahrgelüste ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Ist sehr spannend. Erkunden. Xenon entdeckt. Edelgas. Batavik. Sieht aus wie die Erde, war so ein bisschen so blau. Naja. Batavik ist der zweite riesige terroristische Planet des Mazedon-Systems. Oder Mazedon-Systems. Und der weitaus interessantere, der größte Teil der Planetenoberfläche wird von einem großen Ammoniak-Ozean bedeckt. In dem sich eine ammoniakbasierte Lebensform entwickelt hat. Ammoniak-basiert. Hübsch herauszoomen, gibt nichts zu entdecken hier. So, Charilia. Nee. Ach du Scheiße. Charila. Leck mich am Arsch, ey. Druckgefahr, Stufe 1. Ah. Oh, hier kann man landen. Charili, ne? Besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminiumvorkommen an Schwefel. Hier kann ich landen. Finde ich denn hier meine Uschi? So viel Glück können wir gar nicht haben. So, wir nehmen mit die und die wieder, weil ich mag Frauen annehmen. So, landen wir wieder mit dem coolen Gefährt. Aber dann selbstverständlich landen wir wieder mit dem coolen Gefährt. Ach, da unten ist eine Anzeige mit 99 oder so. Das heißt, wenn ich hier... Alles klar. Gut, also doch nichts mit Lackkratzern. Also doch nichts mit keinen Lackkratzern. So. Auf dem Scan ist nichts zu sehen. Wir werden uns einfach mal hier so wunderschön in diesem tollen Planeten... Ach, da ist was. Ich komme. Finde ich spannend irgendwie. Macht das Spiel mir ein bisschen abwechslungsreicher. Halt. Wo soll denn das sein? Da. Och nö, komm. Schon wieder eine Sonde? Ups. Ich dachte, ich kann zoomen. Ach so, kann ich zoomen. 130 Meter. Hm. Ist das das Einzige hier? Sie können nur aus dem Makro aussteigen, wenn er auf ebenem Terrain geparkt ist. Bin ich doch. Alter. Gut. Das heißt, es sind auch wieder 1000 Nebenquests, die man hier so ein bisschen entdecken und erforschen kann. Ich verstehe und ich hoffe, wenn ich... Warte mal. Wenn ich Liara Zoni sehe oder finde, dass er dann... dass das nicht auch so eine komische Mission denn da wird. Weil da kann ich nämlich nicht voneinander unterscheiden. So, herauszoomen. Also, Charili, gibt's nichts. Den hatten wir schon, den hatten wir auch schon. Hatten wir dich schon? Porolan, den hatten wir noch nicht. Porolan ist ein großer terrestrischer Planet. Erkunden wir den mal. Beim Scan des Planeten Porolan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte an den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchin Dilinga. Was? Dilinaga. Ey, die haben auch Namen, ey, das ist unglaublich. Okay. Da sagt mir jetzt was? Kann ich die Schriften lesen? Verrät sie mir, wo ich vielleicht hier Liara finde? Tut sie nicht. So, Mazedonien hat erforscht. Sparta. Das ist Sparta. Wir gehen erstmal nach Knossos. Wollen Sie ein anderes System reisen? Ja, ich möchte. So, wie viel gibt's hier? 1, 2, 3, 4. Viele. So, erstmal hier Archanis. Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Archanis. Erkunden wir ihn. Wir haben ein Monstervorkommen an Stickstoff entdeckt. Das ist ja super. So, dann gehen wir zu ihm hier. Zarkros.
Nee, Zakros. Zakros. Zakros ist eine terrestrische Welt mit einer Stickstoff-Methan-Atmosphäre, die Spuren von Stuhlwasserstoff enthält. Und eine Eisenoberfläche, die wir nicht erkunden können. Herauszoomen interessiert mich dann auch nicht weiter. So, Therium. Was? Therum. Oh! Therum ist eine sehr weit entfernte, aber reiche Industriewelt, die von der Allianz beansprucht wird. Die reichen Schwermetallvorkommen haben einen wahren Herstellungsboom auf der Erde beigetragen. Kernproblem von fossilen. Ob ich hier meine Liara finde? Landen. Ich gehe wieder mit den Bienenmädels, weil Mädels finde ich toll. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Alles klar. Ich habe verstanden. Suche den Eingang und organisiere... Oh, Lava. Suche den Eingang und organisiere einen Bodentrupp in den Untergrund. Ups. Alter, die Steuerung macht mich kirre. Fahre ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt mal hier so lang. Achso, hier ist Ende Gelände. Mann, das ist ja super. Habe ich eigentlich hier eine Gefahrenzone? Nee, habe ich nicht. Gut. Dann fahren wir mal zurück und gucken mal, ob wir da hinten irgendwas hinkriegen. Bei der Landezone. Auf dem Radar wird aber ohne nichts angezeigt. Ist ja mal wieder alles hier sehr suspekt. Sehr suspekt. Wenigstens sind die Rohre hochglanzpoliert hier. Hä? Was war das? Grafikfehler? Ne, keine Ahnung. Das sieht mir aus wie Eingänge, ne? Oder was ist das hier? Gar nichts. Selbst die Geth würden nicht in dieser Hitze leben wollen. Ach komm, habt ihr nicht so. Das ist links. Das Fahrzeug will ich nicht einsteigen. Kommt man hier nicht rein? Sieht nicht so aus. Doof. Ich glaube, meine Augäpfel trocknen aus. Alter. Mein Volk hat viele Generationen lang nach einer Welt gesucht, die es als Zuhause bezeichnen kann. Wenn wir hier gelandet wären, hätten wir sofort weitergesucht. Oh, Alter. Vielleicht sollte ich meine Einstellung nochmal überdenken, einmal mit Frauen runterzugehen. Das sind ja alle Pussys. Meine Augäpfel trocknen aus. Meine Lippen werden spröde. Scheiße, ich muss einen Eingang finden. Aber wo? Gut, fahren wir mal da hinten um die Ecke. So, Mädels, kommt da mit? Hier gibt's gar keine Ecke. Hier hochnehmen, war das alles nicht befahrbar. Huch, okay. Ich glaube, das war das No-Go vom Game. Also hier kommen wir nicht rein. Ich denke mal da über die
Hier kommst du auch nicht durch. Oder ist es vielleicht so aufgebaut, das Spiel, dass man sich die ganzen Quests und Schauspiele, die später dann aktiviert werden, quasi wenn sie wirklich relevant wären, dass man die vorher schon mal hinkommen kann und... Also, dass man, wäre jetzt eine Vermutung von mir, dass man vielleicht sagt, okay, man kann sich die Schauspitze angucken, man kann hinfliegen überall, jederzeit, aber aktiviert sind die quasi noch nicht. Ach, er lädt immer. Gut. Normandie? N wie Normandie? Hallo? Warum kann ich nicht wieder zum Schiff zurück? Ich will zurück. Ich will zu meiner Mutti. Hallo? N geht nicht. Wir sind für immer und ewig hier gefesselt. Und er verliert Öl. Ach du Schande. Gut. Alles klar. Ah, das ist schon cool. Der Panzer hier. Mal da ist nichts. Eine unsichtbare Wand. Hier geht's auch nicht weiter. Stimmt's? Stimmt. So, nach N für Normandie komme ich auch nicht. Q. N geht nicht. Ich kann nicht abbrechen. Na, ist ja mal wieder herzallerliebst hier. Ich krieg ja ein Kind gleich hier.